In der Karwoche verstummen die Kirchenglocken. Eine Tradition von Kindern ist es, in der Zeit lautstark mit Klappern, Ratschen und Rasseln den Glockenklang zu ersetzen. In Rapparat sind 30 Kinder dabei. Das macht Ortsvorsteher Egon Schabach stolz. Ich bin Ortsvorsteher von Rapparat und bin stolz auf die Tradition, die unsere Kinder aus dem Ort hier nach wie vor an Ostern immer wieder praktizieren. Teilweise sind die Apparate schon richtig alt. Damit hat schon mein Opa gekleppert. Aber neben den Erbstücken sind auch ein paar neue dabei. Das hat mein Papa gebaut. Der gelernte Schreiner Werner Klein hat den ganzen Ort mit Instrumenten versorgt. 7-mal sind die Kinder bis zur Osternachtsfeier im Dorf klappernd und rasselnd unterwegs. Diese Geräusche strukturieren dann statt Glockenklang den Tag. Gedankt wird den Kindern und Jugendlichen traditionell beim österlichen Eiersammeln. Dann läuten die Kirchenglocken auch wieder.